Ja, liebe Freunde, in dem Video, das ich Ihnen jetzt zeige, geht es um Bewegung und Atmung. Und wir haben oft Atemblockaden, die zusammenhängen mit seelischen Blockaden. Und da kann es sehr, sehr förderlich sein, diese Bewusstseinsübung mit geringen Bewegungen, die ich Ihnen jetzt zeige und durch die ich Sie führen möchte, zu machen. Sie kann den Atem sozusagen befreien, gewissermaßen erweitern, und wir können uns verschiedenen Situationen auch besser mit unserem Atem anpassen. Der Atem ist, wie gesagt, etwas, was bei Menschen auch sehr, sehr viel über ihre Stimmungslage zeigt. Das hat man gestern zum Beispiel in dem Triell gemerkt, wie sich der Atem bei den einzelnen Kandidaten je nach Anspannung und Entspannung, je nachdem, ob sie sich gerade gut gefühlt haben oder schlechter, verändert hat. Wir wissen zum Beispiel auch, dass es einen Zusammenhang unseres Denkens mit dem Atem gibt. Bauchatmung ist eher für Emotionen, die mittlere Atmung im Rippenbereich ist eher für akustische Gedanken und die Atmung im oberen Bereich ist eher bei visuellen Menschen. Daher kommt es auch, dass Menschen, die sehr visuell sind, unter Stress stehen, oft nur oben im oberen Bereich sprechen und atmen. Ich mache das gerade vor. Und Menschen, die in ihren Emotionen auch zu Hause sind, mehr aus dem Bauch heraus und dem triefen Bereich des Körpers sprechen und atmen. Und wie gesagt, das sagt sehr, sehr viel über unsere Person aus. Jetzt, wenn bestimmte Kanäle blockiert sind, atmen wir da auch blockierter. Und diese Übung kann uns wieder auch einen freieren Geist schenken über die Bewusstwerdung des Atems. Und zunächst möchte ich Sie bitten, sich hinzulegen. Sie können Kopfkissen nehmen. Und Sie legen sich entspannt darauf. Am Bauch habe ich kein Kissen, damit Sie das besser sehen. Das ist einfach mein Butterbäuchlein, den ich da habe. Und jetzt liegen Sie ganz entspannt. Sie können das Kissen auch wegnehmen, wenn Sie wollen, wie es für Sie am angenehmsten ist. Die Arme seitlich vom Körper, so die Beine so entspannt wie möglich. Und Sie nehmen sich selber wahr. Ein guter Einstieg ist, wo spürt man am meisten Gewicht? Ist es im Po-Bereich? Ist es im Schulterbereich oder ist es im Kopfbereich? Wo liegt man mit dem größten Druck gewissermaßen auf dem Boden auf? Und wo haben wir Abstand zum Boden? Zum Beispiel im Genickbereich, in der Lendenwirbelsäule. Und wir nehmen nur wahr, wir bewegen uns nicht. Und wenn Sie die Dinge nicht so gut wahrnehmen, ist das auch eine Wahrnehmung und absolut in Ordnung. Wir nehmen unsere Kniekehlen wahr und wir nehmen den Abstand an den Fußsehnen war, wenn dort einer ist. Gibt es irgendwo Spannung im Körper? Wir müssen diese Spannung noch nicht mal korrigieren, sondern wir gehen dann nur in unsere Wahrnehmung hinein. Haben wir das Gefühl, symmetrisch aufzuliegen? Wie spüren wir unsere Atmung? Atmen Sie mehr im Bauch hinein oder im Rippenbereich oder im oberen Bereich?
Sie lassen die Atmung jetzt erstmal ganz natürlich fließen. So wie er ist, Sie ändern gar nichts im ersten Schritt, sondern Sie versuchen nur wahrzunehmen. Wie atmen Sie ein und aus? Was passiert mit Ihrem Brustkorb, dem Rippenbereich und dem Bauch? Während Sie ein- und ausatmen, was passiert? In Ihren Schulterblättern, verändert sich dadurch die Atmung was? Was verändert sich im Lendenwirbelsäulenbereich? Ein- und ausatmen. Merken Sie irgendwo eine Entspannung oder ist der Körper gleich wie am Anfang der Übung? Es ist ganz wichtig, wenn Sie diese Übung einmal alleine machen, dass Sie wirklich die Momente, wo Sie zum natürlichen Atem zurückgehen und einfach nur beobachten, beherzigen. Und jetzt machen wir etwas. Wir atmen in den oberen rechten Bereich der rechten Lunge hinein, direkt unter der Schulter. Wenn der Atem ein bisschen tiefer geht oder so, macht es nichts, aber der Schwerpunkt soll an dieser Stelle sein. Natürlich atmen wir auch links weiter, aber wir achten darauf, dass wir ganz bewusst in den oberen Bereich der rechten Schulter hineinatmen. Aber nicht mit besonders viel Atem oder Druck und ganz entspannt an diese Stelle hinatmen und ganz sanft und liebevoll. Und dann machen wir, wie gesagt, eine Pause. Lassen den Atem so normal wie möglich fließen und nehmen einfach wahr, ob sich was in diesem Bereich verändert hat. Dann atmen wir in den Brustbereich hinein. Nur auf der rechten Seite mit unserem Gewahrsein, mit unserer Wahrnehmung. Wir können wahrnehmen, was sich nach oben zur Brust hin verändert, wenn wir in diesen Bereich hinatmen. Was sich zur Seite hin verändert.
nach unten und vielleicht sogar zur Mitte. Es ist dann die Vorstellung, dass wir auf der rechten Seite eine Art Zylinder haben, der sich in aller Richtung ausweitet an dieser Stelle der rechten Brust. Und dann atmen wir etwas darunter, sozusagen zwischen Brust und Bauchnabel, so ungefähr. Der rechten Seite. Dann atmen wir auf die Höhe des Bauchnabels. Rechts. Noch eine Pause. Nehmen wahr. Wie fühlt sich unsere ganze rechte Seite an, der Brustkorb, der Bauch? Dann versuchen wir unter dem Bauchnabel bis zum Becken zu atmen. Pause, wieder eine Pause und die ganze rechte Seite wahrnehmen.
Dann gehen wir zur linken Seite. Atmen in den oberen Bereich der linken Lunge hinein unter der Schulter. Nehmen wieder das ganze Volumen zur Seite, zur Mitte, nach oben und unten. Wahr, wo tut sich etwas, wenn wir ganz bewusst dorthin atmen? Was ist anders wie auf der anderen Seite? Geht es leichter oder schwerer? Dann spüren wir wieder in einer Pause, was sich getan hat. Den Unterschied an der Stelle, den Unterschied zur anderen Körperseite an der gleichen Stelle. In der Pause den Atem immer ganz natürlich fließen lassen, nicht den Atem bewusst dann mehr verändern. Und dann gehen wir zum Bereich der Brust, der Höhe und atmen dorthin. Und wieder eine Pause und spüren. Atmen wir in diesen Bereich unter der Brust hinein, diese Rippengegend. Lendenwirbelsäule. Und vom Bauchnabel zum Bauchnabel hin, bis zum Bauchnabel hin. Auf der linken Seite. Und immer die Veränderung, was passiert jetzt. Lendenwirbelsäule, was passiert seitlich in den Rippen, passiert im Bauch, das ist eine gute Möglichkeit, die Organe zu massieren. Dann eine Pause.
Dann atmen wir zum unteren Bereich bis zum Becken. Schwerpunktmäßig. Was passiert mit dem Rest des Körpers? Wie spüren wir die Ausdehnung des Volumens an der Stelle? Dann wieder eine Pause und wahrnehmen, die ganze linke und rechte Seite wahrnehmen. Was hat sich verändert? Jetzt atmen wir in die rechte Lunge so ganz wie möglich und Sie schauen, wie Sie das machen. Fangen Sie an, erst den Bauch zu wölben oder im Schulterbereich die Luft einströmen zu lassen. Wo geschieht als erstes die Wölbung und wo ist sie am stärksten? Pause. Wie fühlt sich Ihre Atmung an? Wie fühlt sich Ihr Körper an? Was passiert, während Sie atmen, jetzt ohne bewusst irgendwo hinzuatmen, sondern nur, wenn Sie wahrnehmen, was passiert? Jetzt atmen Sie mit der linken Seite der ganzen. Eine Pause zu machen und ganz natürlich zu atmen. Und dann spüren Sie nochmal in Ihrem Körper, hat sich der Abstand zum Beispiel in der Lendenwirbel zu Boden verringert. Liegen Sie irgendwo breiter auf, zum Beispiel in den Schulterblättern. Wie geht es Ihrem Genick? Wie ist da der Abstand zum Boden? Wenn Sie jetzt einatmen, spüren Sie das in Ihrer Schulter, vielleicht sogar in den Oberarmen, bis hin zu den Händen oder Beinen und Füßen. Und lassen einfach noch die Ruhe auf sich wirken. Sie können
können sich jetzt noch viel Zeit lassen. Ich richte mich auf, indem ich mich zur Seite rolle, aufstütze. Das ist für die Wirbelsäule das Schonende, weil die ist ganz entspannt. Und wenn wir uns nicht so gerade aufrichten, dann ist das jetzt die beste Form, um uns aufzurichten, um nicht die Wirkung der Übung zunichte zu machen, die Entspannung, die Veränderung. Der kann der Körper am besten abspeichern, wenn wir locker und entspannt sind. Ja, ich wünsche Ihnen viel Sauerstoff zum Atmen. Ich wünsche Ihnen eine gute Atmung, weil Atmung hat was mit unserem Weg, mit unserem Bewusstsein zu tun. Ich wünsche, dass Ihnen diese Übung auch so geholfen hat wie mir, im Rücken und im Körper zu entspannen und die Atmung zu vertiefen. Ich wünsche Ihnen eine gesunde und angenehme Woche, einen guten September bis zu meinen nächsten Videos. Ihnen alles Gute, Ihr Matthias Möller. Tschüss!